Das eigene Umfeld, wie auch du dein Umfeld kreierst. Hallo und herzlich willkommen bei Mental Radio und zu einer weiteren Folge, um mental fitter und jeden Tag besser zu werden. Es gibt sogenannte Energievampire in unserem alltäglichen Umfeld, die einem die Energie rauben. Das sind Menschen, die einen davon abhalten, das Beste zu geben und produktiv zu sein, also das Beste aus dir selbst zu holen. Von denen sollte man sich am besten fernhalten, weil sie einem nicht dabei helfen, seine eigenen Ziele zu erreichen. Andererseits gibt es Menschen, die einem Energie verleihen und inspirieren und dadurch auch wirklich Energie geben. Viele Maler zum Beispiel haben früher gesagt, dass sie inspiriert wurden, wenn sie von bestimmten Frauen umgeben waren. Diese Frauen haben den Malern geholfen, präziser zu arbeiten und kreativer zu denken. Es ist Tatsache, dass manche Menschen einem die Energie rauben und andere Menschen einem Energie verleihen. Deshalb sollte sich jeder damit befassen, von wem er Energie erhält und wer oder was einem die Energie raubt. Diese Entscheidung zu treffen ist sehr, sehr wichtig, weil man ja schließlich selbst zu einer Person werden möchte, die eine Aura besitzt, die Menschen anzieht. Das wird aber nur funktionieren, wenn man sich selbst in einem positiv-mentalen Zustand befindet. Das kann man beispielsweise durch Morgenroutinen wie Meditation und Morgengebete trainieren. In diesem Fall muss jeder selbst entscheiden, was zu einem passt. Hauptsache, es ist etwas Positives, das dich jeden Morgen aufwachen lässt und auch unterstützt. Vermeide morgens klassische Medien wie die Presse oder TV. Ersetze diese durch Medien, die du selber lenken kannst, wie zum Beispiel YouTube-Kanäle, die dich weiterbilden, auch fördern, oder aber auch E-Books, die dich in bestimmten Bereiche weiterbringen. Wähle also gezielt aus, was dich weiterbringt und suche nach Menschen, die dich pushen. Deshalb streiche deine Energievampire und wenn es hart auf hart kommt, Personen in deinem Umfeld, die dich davon abhalten, deine Ziele zu erreichen und letztendlich nur deine Energie rauben. Bis dahin, macht's gut, ciao.